Guten Morgen, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben gerade gebetet, dass Gott jeden da abholt, wo er steht. Von daher, da wo du gerade bist in deinem Zuhause, lass dich abholen und steig mit uns in Lobpreis ein. Über alle Welt bist du der Herr, über jeden Berg die Sonne und das Meer. Doch mein größter Wunsch, das was ich begehr, ist, Herr, regiere du in mir, regiere in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir. Ich denk und jedes Wort soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Du bedeutest mir mehr als alles hier. Darum regiere du in mir, regiere in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Was ich begehr, ist, Herr, regiere du in mir, regiere in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir.
Ja, vielen Dank an das Lobpreisteam. Die haben wie immer einen sehr guten Job gemacht. Und ich freue mich auch, dass ich euch heute hier willkommen heißen darf. Heute haben wir wieder einen Livestream direkt aus der Ohmstraße, lebendiges Wort hier in Würzburg. Vor einer Woche, also zu Ostern, hatten wir ja das große Vorrecht, zwei Gottesdienste übertragen zu können von dem Präses des BFP, Johannes Justus, sowohl am Karfreitag als auch am Ostersonntag. Und ich denke, dass die eingeschaltet haben, dass sie gemerkt haben, dass da echt gute Worte waren zu diesem sehr zentralen Fest. Aber heute sind wir wieder dran, live aus der Gemeinde hier. Bevor ich in meine Predigt reinsteige, nur ein kurzer Hinweis, wenn es um unsere Livestream-Gottesdienste geht und auch wann könnte es eventuell wieder möglich sein, dass wir hier normale Gottesdienste haben. Das wissen wir natürlich nicht genau, aber ich nehme an, dass einige von euch, ihr habt bestimmt vor ein paar Tagen diese Pressekonferenz von Markus Söder gehört oder verfolgt, wo er sagte, dass es möglicherweise sein kann, dass schon im Mai Gottesdienste unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden können. Jetzt wissen wir das noch nicht, genau was diese bestimmten Voraussetzungen sind. Wir hoffen, dass wir im Laufe der nächsten Woche mehr darüber sagen können oder mehr erfahren können. Und dann werden wir auf jeden Fall am nächsten Sonntag hoffentlich etwas mehr dazu sagen können. Auf jeden Fall kann ich euch versichern, wir sind am Ball und wir werden alles daran setzen, sobald wir möglich, soweit es geht, Gottesdienste auch hier vor Ort durchzuführen. So, ich möchte ein Thema heute ansprechen, was in verschiedenen Formen in den letzten Wochen aktuell war oder thematisiert wurde. Mein Kollege Ben Günther, er hat vor zwei Wochen das Thema aktualisiert oder angesprochen, wo er das Thema Wohin mit der Angst gesprochen hat. Und in unseren Kurzvideos, die wir so zwischendurch gedreht haben, da ging es auch zum Teil wieder um Angst. Und ich glaube, jeder, der diese Corona-Krise miterlebt hat, das heißt also wir alle, haben gemerkt, dass dieses Thema Angst eine große Rolle spielt und der Umgang damit und wie man damit fertig wird. Und ich habe es auf dem Herzen gehabt, heute eine spezielle Angst anzusprechen, die wir bisher nicht so sehr angesprochen haben, und zwar diese Angst vor dem, was jetzt auf die Welt zukommt.
Die Tatsache ist, man kriegt es mit in den sozialen Medien, man kriegt es mit im Internet, ob es Christen sind oder Nicht-Christen, dass dieses Thema, was geschieht hier eigentlich, vielen bewegt. Und ja, eine Frage ist, was kommt jetzt auf die Welt zu? Bis hin zu solchen Ängsten, solchen Fragen, was geschieht hier eigentlich, die Angst davor, was in Verbindung mit dieser Corona-Krise jetzt möglicherweise hinter den Kulissen stattfindet. Ich meine, dass diese Art von Gedanken sind da. Fragen, die sich einige Leute stellen, sollen jetzt unsere Grundrechte durch die Hintertür ausgehöhlt, beschnitten werden. Einige Christen, die sich ein bisschen mit der Offenbarung auskennen oder mit verschiedenen Schriften im Neuen Testament, fangen an, über den Antichristus nachzudenken. Und ich möchte mit dieser Predigt, das ist mein Thema, ich möchte mit dieser Predigt versuchen zu erklären, warum ich denke, dass es nicht gut ist, sich zu viel mit solchen Gedanken zu beschäftigen. Ich sage nicht, dass sie überhaupt keine Berechtigung haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass es nicht gut ist, wenn wir uns zu sehr damit beschäftigen. Das möchte ich versuchen zu verdeutlichen und auch ein paar Gedanken dazu sagen, warum wir als Christen zum Thema Antichristus und was alles damit zu tun hat, keine Angst haben sollen. Und um es einfach zu machen, ich möchte in erster Linie drei Gründe nennen, warum ich denke, dass es nicht gut ist, in solche Gedanken über das lauernde Gefahren sich da zu stark damit zu beschäftigen. Und der erste Grund ist, das werden wir jetzt sehen, sie haben in der Regel einen recht spekulativen Charakter, und spekulativem Gedankengut zu viel Raum zu geben, ist nicht gut oder gesund, denke ich zumindest. Und besonders dann nicht, wenn man vergisst, dass es sich um Spekulation und nicht um klare Wahrheit handelt. Und das ist ja das, was oft geschieht, glaube ich, dass es entstehen starke Überzeugungen, obwohl das Ganze eigentlich nur oder fast nur auf Vermutungen aufgebaut ist. Und wie gesagt, mir geht es jetzt nicht so sehr darum zu analysieren, gibt es ein Körnchen Wahrheit an irgendetwas, sondern sich zu stark mit spekulativem Gedankengut zu beschäftigen, ist nicht gesund und nicht gut. Und das sehen wir sogar auch in der Schrift. Das finde ich eine gute Bibelstelle aus Philipperbrief Kapitel 4 und Vers 8. Hier schildert der Apostel Paulus oder er deutet an, was ist eigentlich ein gesundes Denken? Worin besteht ein gesundes Denken? Und er sagt hier, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken, also es geht hier also um unser Gedankenleben, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, das habe ich extra angegeben, die wahr, also, und dieses Wort wahr kann auch heißen, in der Wirklichkeit begründet. Also richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, also die wirklichkeitsnah sind und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das heißt ja nicht, dass man sich mit anderen Sachen gar nicht beschäftigen kann, aber wenn es um die Richtung, die Hauptrichtung unseres Denkens, dann sollte es solche Dinge sein, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen und so weiter. Ja, vielleicht sollte oder fragt denn jemand, sollen wir denn zu allem, was geschieht, nur Ja und Amen sagen und keine Fragen stellen? Nö, das glaube ich nicht. Ich habe auch manchmal Fragen zu Dingen, die geschehen. Ich glaube, dass es gut ist, dass man einen wachen und prüfenden Geist hat, auch in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen, die man vielleicht nicht nur positiv empfindet. Aber es sollte möglich sein, eine solche Wachsamkeit zu haben, ohne aus allem eine Verschwörungstheorie zu machen, um ein momentan populäres Wort zu nutzen. So, das ist der erste Grund. Das hat, also unser ein gesundes Denken zu haben, bedeutet, dass wir in diese Richtung denken. Und was mir aufgefallen ist, es gibt auch, wir haben ja vom Thema Angst gesprochen, es gibt tatsächlich einen klaren Zusammenhang zwischen ein gesundes Denken, ein fundiertes Denken und Schutz vor Angst. Und sogar da hilft uns die Bibel. Das sagt das Wort Gottes, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, soll es da heißen, der Liebe und der Besonnenheit. Also a sound mind, heißt es auf Englisch. Okay, so das hilft sogar,
sich vor Angst zu schützen, wenn man darauf achtet, dass das Denken gesund ist. Und was ein gesundes Denken ist, das habe ich versucht, anhand von dieser Bibelstelle vorhin darzulegen. Ein zweiter Grund, warum ich es nicht so empfehlen kann, sich zu sehr mit solchen Gedanken zu beschäftigen, ist dieses: Sie lenken uns vom Eigentlichen ab. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gedanken und Überlegungen dieser Art oft ein sehr starkes Eigenleben entwickeln und im Denken derer, die sich damit beschäftigen, nicht sehr selten eine dominante Rolle einnehmen, fast so etwas wie eine kleine Weltanschauung wird. Und dann neigen sie dazu, davon abzulenken, womit wir als Christen, und jetzt spreche ich gerade jetzt zu Christen bei diesem Punkt, womit wir als Christen eigentlich beschäftigt sein sollten, beziehungsweise davon, was unser eigentlicher Fokus sein sollte. Und was ist das? Das bin ich mal ganz sicher. Egal in welcher Zeit wir leben, ob wir in der Endzeit leben, ob wir am Anfang der Geschichte leben, das sollte als Menschen, die Jesus kennen, sollte das unser Fokus sein. Alles andere ist nebensächlich, aber das sollte unser Fokus sein, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen, beziehungsweise am Herzen Gottes zu bleiben. Zweitens, im Wort Gottes verwurzelt zu werden. Etwas, was wir in den letzten Wochen immer wieder betont haben und was ich ganz sicher bin, auch Gott betont. Und dass wir Salz und Licht in dieser Welt sind. Also das hat sogar sowohl damit zu tun, dass wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit ihm in Verbindung bringen, als auch, dass wir einfach damit beschäftigt sein, ein Segen für andere zu sein. Und ich bin der Meinung, dass alles, was uns von diesem Fokus ablenken will, hindert und bremst letztendlich auch unsere Fruchtbarkeit. Und dieser Gedanke, finde ich, da lohnt sich, darüber nachzudenken. Wir wollen Frucht tragen. Und wenn wir so sehr von unserem Fokus, den geistlichen Fokus abgelenkt werden, den wir haben sollten, dann leidet auch unsere Fruchtbarkeit darunter. Und deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich dazu raten möchte, sich nicht so sehr mit solchen Theorien, einige nennen es Verschwörungstheorien, zu beschäftigen, sondern in erster Linie uns damit zu beschäftigen, was wahr ist und was gut ist und was wir wissen, stimmt. Wie gesagt, natürlich ist es richtig, einen wachen Geist zu bewahren, auch wenn es darum geht, wie sich die Gesellschaft geistlich entwickelt. Aber der beste Weg, das habe ich bei der Vorbereitung so empfunden und das möchte ich einfach hier so weitergeben, der beste Weg, einen wachen Geist zu bewahren, besteht genau darin, an den richtigen Fokus zu bewahren. Und nicht darin, sich ständig mit verschiedenen Theorien über eine kommende Weltregierung oder mit spekulativen YouTube-Videos über mögliche Endzeitszenarien zu beschäftigen. Gerade in solchen Zeiten hat YouTube Hochkonjunktur mit verschiedenen Philosophien über das, was auf uns zukommen könnte. Ich möchte davon abraten, zu sehr da zu surfen, sondern lieber im Wort Gottes reinzuschauen. Das macht uns nun verunsichert und verwirrt. Was wirklich wichtig ist, ist, dass wir unser Fokus bewahren. Und ich garantiere, dass wenn wir diesen Fokus bewahren, in der Beziehung zu Jesus wachsen, im Wort Gottes verwurzelt werden, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, das als Anliegen zu behalten, ein Mensch, der so lebt, bleibt immer wach. Er kann gar nicht so schnell in die Irre geführt werden. Deswegen sollte das unser Fokus sein. Und ich habe das mir auch so hier aufgeschrieben. Unsere Hauptaufgabe besteht nicht darin, eine kommende Weltregierung zu verhindern, sondern Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Okay, der erste Punkt, es geht um gesundes Denken. Zweiter Punkt, sie lenken vom Eigentlichen ab, diese Art von Gedanken. Und dann ein dritter Punkt, den ich ansprechen möchte. Es dient nicht unserer Glaubwürdigkeit als Christen, spreche ich wieder zu uns als Christen, und bringt auch Gott keine Ehre, wenn wir als Gläubige in Krisensituationen zu schnell anfangen, über mögliche Endzeitszenarien zu spekulieren. Und das ist fast ein bisschen, lustig ist, kann man nicht sagen, aber das ist fast ein bisschen kommt man doch fast ins Schmunzeln. Also wenn ich zurückdenke, die letzten Jahrzehnte, muss ich sagen, dass fast jedes Mal, wenn zum Beispiel im Nahost der Nahostkonflikt sich zugespitzt hat, war es fast ganz sicher, haben irgendwelche Christen angefangen, darüber zu spekulieren, auch öffentlich darüber zu spekulieren, ob das jetzt nicht das Anfang vom Ende ist. Und das ist nicht gut. Und das bringt Gott keine Ehre und es dient auch nicht unserer Glaubwürdigkeit. Und was ich auch fast ein bisschen interessant finde, ist, dass dieses Phänomen
Leider hat es immer ein bisschen gegeben und sogar bei den allerersten Christen zur Zeit der ersten Gemeinde kann man sehen, dass es Christen gab, die diese Tendenzen hatten. Und hier habe ich einen Auszug aus dem zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher. Da geht es genau um dieses Thema. Da haben einige durch irgendjemand die Idee vermittelt bekommen, jetzt ist der Herr gleich vor der Tür. Jetzt ist das Ende des Zeitalters und die sind da durcheinander gekommen. Und man weiß nicht genau, wie es das sich da abgespielt hat, aber einige glauben, dass einige aufgehört haben zu arbeiten, weil der Herr kommt ja gleich, muss man das nicht tun. Und dann muss der Apostel Paulus sogar zu der Zeit einen Brief schreiben und versuchen zu sagen, Leute, bleibt mal nüchtern. Und das ist, was wir hier lesen in 2. Thessalonicher Brief Kapitel 2 am Anfang. Nun haben wir eine Bitte euch, an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Also erst habe ich gedacht, es ist im März 2020 verfasst worden, aber dann habe ich gesehen, es ist in der Bibel. Also lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen. Durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Also ich nehme an, der gute Apostel hat geschafft, die Leute wieder zu beruhigen. Und im Prinzip hat er nur zu denen gesagt, bleibt gesund. Ja, es gibt wunderschöne Worte in der Bibel darüber, dass Jesus wiederkommt. Und es gibt auch ein paar Hinweise in Bezug auf diese Zeit. Und das sollten wir auch wissen. Aber wir sollten nicht bei jeder Krise auf der Welt anfangen, Sensationsmache zu betreiben oder gleich anfangen, über das Ende des Zeitalters zu reden. Übrigens, sage ich auch vielleicht zu denen, die dieses Thema nicht so gut kennen. In der Bibel ist nicht von einem Weltuntergang die Rede, sondern es ist die Rede davon, dass ein gewisses Zeitalter zu Ende geht und dass ein neues Zeitalter kommt, wo Jesus herrscht. Also es geht nicht um Weltuntergang, sondern um das Ende eines Zeitalters und der Beginn eines neuen Zeitalters. So, das waren einige Gründe, wie ich uns ermutigen möchte, ein gesundes Denken zu haben und nicht so sehr in dieser Zeit uns mit Spekulationen dieser Art zu beschäftigen, sondern lieber uns auf den richtigen Fokus zu konzentrieren. Und abschließend jetzt in dieser Ansprache einige Gedanken dazu, warum auch das Thema des Antichristus für uns als Christen kein Grund ist, Furcht und Angst zu haben. Und den ersten Punkt, den ich nennen möchte, ist einfach dieser, vielleicht kommt er euch bekannt vor, Jesus ist und bleibt Herr für immer. Ich habe da ab und zu das Gefühl, so wie einige Christen über dieses Thema sprechen, haben denen auf einmal das Gefühl, ja, wenn er kommt, dann haben die Kräfteverhältnisse sich völlig geändert. Nein, Jesus ist und bleibt der Herr, auch wenn dieser Zeit irgendwann kommt, dass der Antichristus auftritt, dann ist Jesus immer noch der Herr. Es ist nicht so, dass die Kräfteverhältnisse in der geistlichen Welt sich dadurch geändert haben. Und sollten wir, und da möchte ich jetzt nicht darüber spekulieren, sollte ich erleben, dass das geschieht, dass er hervorkommt, sollten wir das erleben, so bleibt unser Fokus derselbe. Es ist nicht so, dass, wenn wir das erleben sollten, dass er hervorkommt, dass dann er das große Thema ist, dass dann er das große Zentrum ist. Auch dann ist Jesus das Zentrum. Und ich stelle mir das so vor, sollten wir sowas erleben, dass er hervorkommt, bleibt unser Fokus derselbe. Dann nehmen wir zur Kenntnis, dass diese Zeit gekommen ist und dann machen wir weiter wie bisher. Nämlich, dass wir an Jesus bleiben, an dem Herzen Gottes bleiben, dass wir im Wort Gottes bleiben und dass wir damit beschäftigt sind, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Wir kriegen keinen anderen Fokus. Es entkommt kein neuer Herr. Jesus ist und bleibt der Herr für immer. Und das sollten wir einfach wissen. Das hat auch mit Nüchternheit zu tun. Und zweitens, auch ein Grund, finde ich, warum man keine Angst haben sollte, und das ist, was wir nicht vergessen sollten,
Die letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu, also die letzten Jahre, Jahrzehnte, wird offenbar die Sternstunde der Gemeinde Jesu sein. Mir kam dieser Satz bei der Vorbereitung dieser Predigt: Wo die Dunkelheit am stärksten ist, wird das Licht am hellsten strahlen. So, ich habe ehrlich gesagt gedacht, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn diese Zeit bald da wäre. Das sage ich nicht, dass es so ist, aber das wird die Sternstunde der Gemeinde Jesus sein. Die Gemeinde Jesu, die zu dieser Zeit auf Erden sein wird, ist nicht oder wird keine ängstliche, sich versteckende Gemeinde sein, sondern eine Gemeinde, die freimütig und voller Kraft und Licht Jesus dient und das Evangelium verkündigt. Das Fokus dieser Gemeinde wird nicht des Antichristus sein oder Weltregierungen, sondern Jesus und die Ernte. Und es gibt eine wunderschöne Stelle im Buch der Offenbarung, ein Buch, was ja jetzt viele momentan zitieren. Und hier wird etwas geschildert, kurz bevor oder fast in dem Moment, wo Jesus zurückkommt auf diese Erde. Und in Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 heißt es hier: Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Und das ist die Braut, das ist die Gemeinde Jesu. Und es ist eine bekannte Wahrheit, eine Braut vor der Hochzeit, wenn sie sich bereit gemacht hat, schöner wird es nicht. Und deswegen die Gemeinde Jesu, die auf Erden ist, kurz bevor Jesus kommt und in den letzten Jahren, Jahrzehnten bevor Jesus kommt, wird eine strahlende Gemeinde sein, will eine Gemeinde sein, die voller Kraft ist und gar nicht viel über den Antichristus nachdenkt, sondern nur damit beschäftigt ist, Menschen zu Jesus zu führen und Jesus zu verherrlichen. Also ihr Fokus wird nicht Weltregierungen oder Antichristus sein, sondern die Ernte. Und jetzt möchte ich euch so ganz zum Schluss das ans Herz legen. Ich bin überzeugt, dass das ist auch das, worauf der Heilige Geist unsere Aufmerksamkeit lenken will während dieser Krise. Das ist die Ernte oder das, was Jesus durch uns tun möchte, wenn diese Krise vorbei ist. Und ich möchte uns daran erinnern, vielleicht haben einige das vergessen, aber ich möchte daran erinnern, etwas, was Gott uns doch sehr klar vermittelt hat, durch verschiedene Eindrücke, durch ein sehr konkretes Bild, aber durch verschiedene Eindrücke, durch verschiedene Menschen, hat Gott uns als Christen sehr klar gemacht. Also Christen über die ganze Welt haben das so gespürt und gemerkt, dass diese Krise, die jetzt hoffentlich so langsam in langsamen Schritten zu Ende geht, dass diese Krise tatsächlich, egal wodurch sie entstanden ist und wie das alles geschehen ist, ist sie tatsächlich von Gott bewusst zugelassen worden. Nein, ich glaube nicht und es ist nicht so, dass Gott ein Gott ist, der Menschen krank macht, aber er hat diese Krise trotzdem bewusst zugelassen. Das heißt, diese Krise ist nicht nur ein Problem oder eine Anfechtung, finde ich, oder das sollten wir nicht so sehen, sondern etwas, was Gott bewusst zugelassen hat, um etwas in uns als Jünger Jesu zu bewirken. Das hat er sehr deutlich gemacht. Und was will er in uns bewirken? Er will Dinge in uns bewirken, die dazu führen, dass wir noch brauchbarer für ihn sind, dass er noch leichter durch uns wirken kann, dass wir noch mehr bereit sind, wenn das Ganze vorbei ist, uns um die Ernte zu kümmern. Und deswegen möchte ich uns das ans Herz legen, dass ich bin mir sicher, dass das auch unser Fokus sein sollte, die Ernte. Weil das ist etwas, und das ist das, was ich glaube, Gott besonders auf dem Herzen hat, was er hinter den Kulissen macht. Das wäre ja auch eine Frage, die man sich stellen kann. Was macht Gott hinter den Kulissen? Manchmal redet man ja nur darüber, wenn etwas hinter den Kulissen geschieht, dass irgendwelche Dunkelmänner etwas machen. Aber manchmal tut Gott etwas hinter den Kulissen. Und ich spreche euch zu, Gott tut in dieser Zeit etwas hinter den Kulissen. Und was ist das? Er bereitet seine Ernte vor. Er bereitet seine Erntearbeiter vor. Und wenn ihr Christen seid, und die meisten, die jetzt diesen Livestream zuhören und zuschauen, ihr seid Christen, das ist das, was Gott jetzt an euch macht. Er handelt an euch und er sieht etwas sehr Schönes hervorkommen. Er sieht eine sehr schöne Braut hervorkommen, die dazu beiträgt, dass die Ernte
eingefahren werden kann. Und falls du heute zuschaust und zuhörst und vieles hast du nur teilweise verstanden, einiges war dir Bahnhof, dann sage ich dir, in dieser Krise, Gott streckt seine Hand aus zu dir und er sagt, ich bin der wahre Fels, ich bin derjenige, worauf du dich verlassen kannst, sogar wenn die Wirtschaft in Schwanken kommt und es gibt Erschütterungen, die kommen oder die jetzt stattfinden und Gott sagt, ich bin der Fels und er lädt uns ein, er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, ein einfaches Gebet zu ihm zu sprechen und sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich bitten, in mein Herz zu kommen. Dann möchte ich mein Herz für dich öffnen und dich in mein Leben hineinlassen. Und vielleicht hast du doch nie gehört, aber Tatsache ist, dass das der Grund ist, warum Jesus gestorben ist. Deswegen kam er, um dir und mir zu helfen, dass wir in eine persönliche Beziehung zum Vater Gott kommen können. So, diese Krise, man sagt ja, in jeder Krise steckt auch eine Gelegenheit. Und in dieser Krise steckt eine Gelegenheit für uns, die wir bereits Gott kennen. Und solltest du Gott noch nicht richtig kennen bisher, ist es auch für dich eine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Und für uns als Christen sage ich nur, das ist das, was Gott uns sagen möchte. Das spüre ich sehr deutlich. Das ist das, was der Heilige Geist an uns, an unser Herz legen möchte. Das ist etwas, was Jesus gesagt hat, wo er mit seinen Jüngern sprach. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Und ich möchte jetzt einfach ein Gebet sprechen und ich möchte für uns beten. Ich möchte für dich beten, falls du zuschaust und du bisher keine Gottesbeziehung hast. Gott lädt dich ein und er wartet auf dich und du musst kein perfektes Gebet sprechen. Du kannst nur sagen, Jesus, hilf mir, ich komme zu dir, ergreife meine Hand und er kommt. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für dein Wort. Und Vater, ich danke dir vor allem dafür, dass du real bist. Ich danke dir, dass du kein Fake News bist, sondern du lässt dich erfahren. Und Vater, ich bete jetzt ganz besonders für Menschen, die vielleicht zugeschaut haben oder zugehört haben und die diese Gewissheit im Glauben noch nicht haben. Ich bete, Herr, dass du denen einfach jetzt Gnade gibst, denen hilfst, ein ganz einfaches Gebet zu dir zu sprechen und zu erleben, wie du in ihr Leben eingreifst, wie du Frieden schenkst und dass sie mitten in dieser Krise, die so viele Herausforderungen mit sich bringt, erleben, dass es gibt einen Gott, den man erleben kann, worauf man sich verlassen kann und der unser Leben eine neue Richtung gibt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Wenn du bisher nicht so oft in einer Kirche warst und vielleicht auch in einem Gottesdienst wie bei uns noch nicht so oft warst, war bestimmt ein paar Sachen dabei, die du nicht so genau verstehen konntest. Aber ich glaube, du hast einiges verstanden. Und du hast verstanden, es gibt einen Gott, den man kennenlernen kann. Und deswegen wollen wir jetzt auch gleich eine Telefonnummer einschalten, wo du oder wo ihr anrufen könnt. Also wir lassen sie da ein paar Sekunden stehen. Ich kann sie auch sagen, 0152 529897 64. So, wenn du einfach ein Gespräch über den Glauben haben möchtest, wenn du ein Gebet haben möchtest oder wenn du einfach dein Herz erleichtern möchtest, wenn du krank bist, ob du Christ bist oder nicht, ruf einfach da an und lass mit dir beten, lass mit dir sprechen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auch eine gute Woche und hoffe, dass ihr am nächsten Sonntag wieder einschaltet. Nächsten Sonntag ist auf jeden Fall wieder Livestream und wir freuen uns schon jetzt schon darauf. Und zu guter Letzt ein Hinweis, eine Ankündigung für Eltern und Kinder. Das neue Videoprogramm unserer Kinderkirche ist jetzt auf der Homepage www.lebendigeswort.de abrufbar. Da kann man es abrufen. Und nächste Woche für alle Kinder, für alle Gemeindekinder, aufgepasst, Anfang nächster Woche bekommt ihr Post mit einer Überraschung. Also ihr könnt gespannt sein. In diesem Sinne, gute Zeit. Nicht vergessen, Gott ist gut und man kann ihn erfahren.